بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات للمشاركة في اللقاءات العامة هي دائماً مجانية وتصدر حصرياً عن إدارة شؤون البيت البابوي. علاوة على ذلك، نعلن أنه في نهاية المقابلة العامة سيكون ممكناً لمن يرغب المشاركة في القداس الإلهي للحجاج الذي يتم الاحتفال به في بازيليكا القديس بطرس في الساعة 12 ظهراً. شكراً. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin, które przybyły indywidualnie, są tu obecni. Pielgrzymi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. Pielgrzymi z parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Chorzynie. Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich imienia Ludwika Krzywickiego w Płocku. Pielgrzymi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milówce oraz grupa pielgrzymów z parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Godziszce. Dzieci ze Scholi wraz z opiekunami z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynku w archidiecezji krakowskiej. Grupa pielgrzymów z parafii Świętego Antoniego w Siemianowicach Śląskich. Członkowie Rady Parafialnej z parafii Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Pielgrzymka dziękczynna za sakrament bierzmowania dla młodzieży z parafii Trójcy Przenajświętszej z Czarnego Dunajca wraz z księżmi i opiekunami. Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Jego świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie za chwilę to spotkanie. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i otrzymania Jego błogosławieństwa.
Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen Mittwoch vom Petersplatz in Rom die Generalaudienz mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu sehr herzlich Silvia Gritzenberger. Ein herzliches Willkommen allen, die über Facebook, YouTube, Apps und unsere Partnersender mit uns verbunden sind, die katholischen Fernsehsender EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Ja, das Papamobil mit Papst Franziskus fährt bereits auf dem Sagrato, dem Platz vor dem Petersdom, vor, wo er nun gleich die Generalaudienz eröffnen wird. Die Generalaudienz an diesem Mittwoch ist ja die letzte vor der Sommerpause und zugleich die erste, die Papst Franziskus nach seiner Bauchoperation hält. Vergangenen Mittwoch war die Veranstaltung ausgefallen, um die postoperative Erholung des Heiligen Vaters nicht zu gefährden. Franziskus war ja am 7. Juni in der Gemelli-Klinik in Rom im Bauchraum operiert und 9 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wenige Stunden vor der OP hatte er noch die Generalaudienz im Vatikan abgehalten. Im Juli, der hier in Rom der heißeste Sommermonat ist, finden wie üblich keine Generalaudienzen statt. Auch die erste Generalaudienz im August wird entfallen, weil Franziskus zum Weltjugendtag nach Lissabon reisen wird. Der erste Termin für die Generalaudienz nach der Sommerpause ist also der 9. August. Im Vatikan wird der Betrieb wie überall in Italien in den heißen Sommermonaten heruntergefahren. Viele Mitarbeiter der römischen Kurie sind zu dieser Zeit im Urlaub. Die Schulen enden in Italien schon Anfang Juni. Das neue Schuljahr beginnt erst im September. Ja, wir sehen hier Papst Franziskus, begrüßt noch die Lektoren der heutigen Generalaudienz. Die Lesungen werden ja seit geraumer Zeit von Laienmitarbeitern des Vatikans vorgetragen. Auf Deutsch heute von meiner Kollegin Stefanie Stahlhofen von Radio Vatikan. Ja, und Papst Franziskus ist jetzt bei seinem Platz angelangt und wird die Generalaudienz nun jeden Moment einleiten. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo di San Marco. Quando fu in casa, Gesù, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: Wie immer hören wir zum Auftakt der Audienz eine Schriftlesung, dieses Mal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Verse 33, 35 bis 37. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. È parola di Dio.
de l'Évangile selon saint Marc. Une fois à la maison, s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to Saint Mark. At that time, when Jesus was in the house, he sat down, called the 12, and said to them, "Whoever wants to be first must be last of all and servant of all." Then he took a little child and put it among them. Taking it in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one such child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes not me, but the one who sent me." The word of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Als Jesus im Haus war, da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Una vez que estuvieron en la casa, Jesús, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Quando estavam em casa, Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Quem receber um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da Salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. لما دخل البيت
جلس يسوع ودعا الاثني عشر وقال لهم: من أراد أن يكون أول القوم فليكن آخرهم جميعا وخادمهم. ثم أخذ بيد طفل فأقامه بينهم وضمه إلى صدره وقال لهم: من قبل واحدا من أمثال هؤلاء الأطفال إكراما لاسمي فقد قبلني أنا، ومن قبلني فلم يقبلني أنا بل الذي أرسلني. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy był w domu, Jezus powiedział im: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmie jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Ja, und nach der Lesung auf Polnisch hören wir nun gleich die Katechese von Papst Franziskus aus der Reihe Die Leidenschaft für die Evangelisierung, der apostolische Eifer der Gläubigen. Begonnen hat er sie am 15. Februar und heute geht es um Zeugen der Evangelisierung, um die heilige Mary MacKillop. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Heute müssen wir ein bisschen Geduld haben, es ist ja so heiß. Und ich danke euch, dass ihr trotz der Hitze, trotz der Sonne so zahlreich hierher gekommen seid. In dieser Katechesenreihe über den apostolischen Eifer begegnen wir einigen vorbildlichen Männern und Frauen aller Zeiten und Orte, die ihr Leben für das Evangelium hingegeben haben. Heute begeben wir uns nach Ozeanien, also weit weg, einen Kontinent, der aus vielen kleinen und großen Inseln besteht. Der Glaube an Christus, den so viele europäische Auswanderer dorthin brachten, konnte bald Wurzeln schlagen und reiche Frucht tragen. Unter diesen Auswanderern war eine außergewöhnliche Ordensfrau, die heilige Mary MacKillop, Gründerin der Schwestern, des heiligen Josef vom Heiligsten Herzen, die ihr Leben der geistigen und religiösen Bildung der Armen im ländlichen Australien widmete. Mary MacKillop wurde in der Nähe von Melbourne als Tochter schottischer Eltern geboren, die nach Australien ausgewandert waren. Als junges Mädchen fühlte sie sich von Gott berufen, ihm zu dienen und von ihm Zeugnis zu geben, nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit einem Leben, das durch die Gegenwart Gottes verwandelt wurde. Wie Maria Magdalena, die dem auferstandenen Jesus zum ersten Mal begegnete und von ihm ausgesandt wurde, um den Jüngern die Verkündigung zu bringen, war auch Mary davon überzeugt, dass sie gesandt war, die Frohbotschaft zu verbreiten und andere der Begegnung mit dem lebendigen Gott zuzuführen. Mit der Fähigkeit ausgestattet, die Zeichen der Zeit zu lesen, erkannte sie, dass sie dies am besten durch die Erziehung junger Menschen erreichen konnte. Sie wusste ja, dass die katholische Erziehung eine Form der Evangelisierung ist. Es ist eine große Form, eine wichtige Form der Evangelisierung. Wenn wir also sagen können, dass jeder Heilige eine Sendung ist, ein Entwurf des Vaters, um zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte einen Aspekt des Evangeliums wiederzuspiegeln und ihm konkrete Gestalt zu verleihen, dann gilt das für Mary MacKillop insofern, als sie vor allem durch die Gründung von Schulen in diesem Sinne tätig war. Ein wesentliches Merkmal ihres Eifers für das Evangelium war die Fürsorge für die Armen und Ausgegrenzten.
Das ist sehr wichtig. Auf dem Weg zur Heiligkeit sind die Armen, die Ausgegrenzten, die Protagonisten. Man kann auf dem Weg der Heiligkeit nicht vorankommen, wenn man sich nicht um sie kümmert, auf die eine oder andere Weise. Sie sind die Präsenz des Herrn. Diese Menschen, die die Hilfe des Herrn brauchen. Ich habe einmal einen Satz gelesen, der mich sehr beeindruckt hat. Da hieß es, der Protagonist der Geschichte ist der Bettler. Die Armen sind jene, die die Aufmerksamkeit auf diese Ungerechtigkeit lenken, auf die Armut in der Welt. Und da wird Geld darauf verwendet, Waffen zu kaufen, aber nicht Nahrung für die Armen. Es gibt keine Heiligkeit, wenn da nicht auch die Sorge für die Armen ist, für die Bedürftigen, für die Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt sind, am Rande der Gesellschaft leben. Und dieser Eifer der Sorge für die Armen und Ausgegrenzten trieb Mary dazu, dorthin zu gehen, wo andere nicht hingehen wollten oder konnten. Am 19. März 1866, dem Fest des heiligen Josef, eröffnete sie die erste Schule in einem kleinen Vorort in Südaustralien. Es folgten viele weitere, die sie und ihre Schwestern in ländlichen Gemeinden in Australien und Neuseeland gründeten. Der apostolische Eifer bewirkt, dass die Werke immer zahlreicher werden. Mary MacKillop war überzeugt davon, dass das Ziel der Erziehung die ganzheitliche Entwicklung des Menschen ist, sowohl als Individuum als auch als Mitglied der Gemeinschaft, und dass dies Weisheit, Geduld und Nächstenliebe seitens der Lehrer erfordert. Erziehung besteht nämlich nicht darin, den Kopf mit Ideen zu füllen. Das reicht nicht aus. Erziehung besteht darin, die Schüler auf dem Weg ihres menschlichen und geistigen Wachstums zu begleiten, sie zu ermutigen und ihnen zu zeigen, wie die Freundschaft mit dem auferstandenen Jesus unser Herz weitet und das Leben menschlicher macht. Erziehen bedeutet, dass man hilft, gut zu lesen, gut zu hören und gute Werke zu tun. Diese Vision ist gerade heute von großer Bedeutung. In einer Zeit, die uns die Notwendigkeit eines Erziehungspakts aufzeigt, der Familien, Schulen ja die Gesellschaft als Ganzes zusammenführt. Mary MacKillops Eifer, das Evangelium unter den Armen zu verbreiten, hat sie auch noch andere Werke der Nächstenliebe beginnen lassen. Angefangen bei dem House of Providence in Adelaide, das alte Menschen und verlassene Kinder aufnahm. Mary hatte großes Vertrauen in die Vorsehung Gottes. Sie war stets zuversichtlich, dass Gott in jeder Situation für sie sorgt. Das ersparte ihr aber nicht die Sorgen und Schwierigkeiten, die sich aus ihrem Apostolat ergaben. Und die waren nur allzu real. Mary musste Rechnungen bezahlen, mit den Bischöfen und Priestern vor Ort verhandeln, die Schulen leiten und sich um die berufliche und geistliche Ausbildung ihrer Schwestern kümmern. Und später kamen noch gesundheitliche Probleme hinzu. Doch bei all dem blieb sie stets gelassen und trug geduldig das Kreuz, das ein wesentlicher Bestandteil der Mission war. Einmal am Fest der Kreuzerhöhung sagte Mary zu einer ihrer Schwestern: Meine Tochter, ich lerne seit vielen Jahren, das Kreuz zu lieben. Seit vielen Jahren habe ich gelernt, das Kreuz zu lieben. Sie hat nie aufgegeben, auch nicht in Zeiten der Prüfung und der Finsternis, als ihre Freude durch Widerstand und Ablehnung gedämpft wurde.
Und das gilt für alle Heiligen. Alle Heiligen haben Widerstand und Opposition erlebt, auch innerhalb der Kirche. Das ist kurios und das trifft auch auf Mary zu. Mary war stets überzeugt davon, dass der Herr, auch wenn er ihr das Brot der Not und das Wasser der Bedrängnis gab, auf ihren Ruf antworten und sie mit seiner Gnade umgeben würde. Das ist das Geheimnis des apostolischen Eifers, Brüder und Schwestern. Möge die missionarische Nachfolge der heiligen Mary MacKillop, ihre kreative Antwort auf die Bedürfnisse der Kirche ihrer Zeit und ihr Engagement für die ganzheitliche Ausbildung junger Menschen, heute uns alle inspirieren, die wir dazu berufen sind, in unserer schnelllebigen Gesellschaft Sauerteig des Evangeliums zu sein. Mögen ihr Beispiel und ihre Fürsprache die tägliche Arbeit von Eltern, Lehrern, Katecheten und Erziehern unterstützen. Zum Wohl der jungen Menschen und für eine menschlichere und hoffnungsvollere Zukunft. Vielen Dank. Ja, das war die Katechese, bei der es heute um die heilige Mary MacKillop ging. Leur sentiment respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. Wir hören jetzt die Grüße, die im Namen der verschiedenen Sprachgruppen vorgetragen werden. Danach folgt eine Zusammenfassung der Katechese in den jeweiligen Sprachen und ein Grußwort des Heiligen Vaters. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention. Voici un résumé de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans la suite de nos catéchèses sur le zèle apostolique, nous nous rendons aujourd'hui en Océanie où je voudrais vous présenter Sainte Mary MacKillop, la fondatrice des sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur. Elle a dédié sa vie à la formation intellectuelle et religieuse des pauvres dans l'Australie rurale. Elle reçut l'appel de Dieu à le servir et à témoigner de lui par sa vie transformée. Elle était convaincue de devoir porter la bonne nouvelle et d'attirer les autres à la rencontre du Dieu vivant. Elle comprit que le meilleur moyen d'y parvenir était l'éducation des jeunes, qui est une forme d'évangélisation. Elle pensait que le but de l'éducation est le développement intégral de la personne en tant qu'individu et membre de la communauté. L'éducation consiste à accompagner et encourager la croissance humaine et spirituelle de chacun en montrant comment l'amitié avec Jésus ressuscité élargit le cœur. Une des caractéristiques de son zèle pour l'Évangile était le soin et le souci qu'elle portait aux pauvres et aux marginaux, la conduisant là où d'autres ne voulaient pas aller. Elle fonda une maison de la Providence pour accueillir les enfants pauvres et les personnes âgées. Sa foi profonde en la Providence de Dieu ne lui a pas épargné les difficultés nombreuses liées à son apostolat. Elle demeura toujours sereine, portant sa croix qui fait partie de la mission. Que son intercession soutienne tous les éducateurs pour le bien des jeunes et pour un avenir plus humain et plein d'espérance. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Ein herzlicher Gruß geht an die französischsprachigen Pilger, liebe Brüder und Schwestern. Bitten wir den Herrn um die Gnade, uns nach dem Vorbild der heiligen Mary MacKillop großzügig für die menschliche Entwicklung aller einzusetzen, besonders für die Schwächsten, damit wir eine gerechtere und geschwisterlichere Gesellschaft aufbauen können. Gott segne euch.
Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'œuvrer par toute notre vie, à la manière de Sainte Mary MacKillop, au développement humain de chacun, en particulier des plus fragiles, afin de bâtir une société plus juste et fraternelle. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their deep sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the example of those men and women of every time and place who devoted their lives to the spread of the gospel. Today, we turn to the distant continent of Oceania and the witness of St. Mary MacKillop, a great educator and the foundress of the Sisters of St. Joseph of the Sacred Heart. The daughter of Scottish immigrants, Mary discerned the great need for schooling among the children of the poverty-stricken rural communities of Australia. Together with the sisters of her congregation, she founded numerous schools throughout the country to care for the spiritual and human formation of the young. Mary's great trust in God's providence and the power of the cross sustained her amid the inevitable trials she faced in her growing apostolate. As we give thanks for the enduring fruitfulness of her zeal for the gospel, let us pray that her creative response to the needs of the church of her time will inspire the efforts of today's parents, catechists, and educators as they strive to introduce young people to the beauty of friendship with Jesus and prepare them to be a leaven of the gospel in today's rapidly changing society. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Ich grüße alle englischsprachigen Pilger, besonders die Gruppen aus England, Australien, Palästina, den Philippinen, Kanada und den USA. Auf euch alle und eure Familien rufe ich die Freude und den Frieden unseres Herrn Jesus Christus herab. Gott segne euch. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Australia, Palestine, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, eine weitere große Zeugin apostolischen Eifers ist die heilige Mary MacKillop, die Gründerin der Schwestern des heiligen Josef vom Heiligsten Herzen. Bereits in jungen Jahren stand für sie fest, dass sie den Glauben nicht nur mit Worten verkünden wollte, sondern durch ein in der Gegenwart Gottes verwandeltes Leben. In einer katholischen Erziehung sah sie eine wichtige Form der Glaubensvermittlung. Und so gründete sie Schulen in Australien sowie Neuseeland und widmete dabei den Armen und Außenseitern der Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit. Sie verfolgte in der Erziehung einen ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen sowohl als Individuum wie auch als Glied einer Gemeinschaft in den Blick nimmt. Dementsprechend war Erziehung für sie stets mehr als nur Wissensvermittlung. Es ging ihr um eine weise, geduldige und liebevolle Begleitung sowie Ermutigung der Heranwachsenden auf ihrem Weg menschlichen und geistlichen Wachstums. Viele fanden so zu einer lebendigen Beziehung mit dem Auferstandenen, die das Herz weit und das Leben menschlicher macht. Möge die heilige Mary MacKillop allen, die in der Ausbildung und Erziehung tätig sind, ein leuchtendes Vorbild sein. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca, occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che celebriamo domani, vorrei invitare tutti ad approfondire la propria fede e, imitando il loro esempio, ad annunciare il Vangelo ovunque con le parole e con le opere. Per favore ricordatevi anche di pregare per il successore di Pietro. Grazie. Der Heilige Vater sagte: Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Zum Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus, das wir morgen begehen, möchte ich alle einladen, den eigenen Glauben zu vertiefen und ihrem Beispiel folgend überall das Evangelium zu verkünden, mit Worten und Taten. Bitte denkt auch daran, für den Nachfolger Petri zu beten. Danke. Ja, und nun folgt der Gruß auf Spanisch. Die Zusammenfassung der Katechese wird Papst Franziskus wie immer selbst verlesen. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objeto de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos esta catequesis sobre el celo apostólico a una religiosa australiana, Santa María MacKillop, fundadora de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón. Ella, como María Magdalena, se encontró con Jesús resucitado y se sintió impulsada a difundir a todos
la buena noticia. Su celo apostólico la llevó a realizar numerosas obras de caridad, como la fundación de escuelas y hogares para los más necesitados, sobre todo en las zonas más rurales. Podemos decir que el apostolado que realizó María MacLeod, basado principalmente en acompañar a las personas en su crecimiento humano y espiritual, sigue siendo plenamente actual, ya que vemos la necesidad de un pacto educativo que una a la familia, las escuelas y a toda la sociedad. Sabemos que esto no es nada fácil. También nuestra santa tuvo que afrontar diversos problemas y diversas dificultades, pero su testimonio de vida nos enseña a confiar en la providencia de Dios y en la fuerza de la gracia, especialmente en los momentos de cruz y oscuridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mein herzlicher Gruß geht an die spanischsprachigen Gläubigen. Instituto Diocesan de Gran Canaria, España. Vor allem für die Seminaristen aus Gran Canaria bitten wir den Herrn auf die Fürsprache der heiligen Mary MacLeod und alle Heiligen, die sich der Erziehung verschrieben haben, die tägliche Arbeit der Eltern und Lehrer, der Katecheten und Ausbilder zu unterstützen, zum Wohl der Jugend und für eine Zukunft in Frieden und Geschwisterlichkeit. Jesus segne euch und die selige Jungfrau wache über euch. Vielen Dank. Der Gruß auf Portugiesisch. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. No presente ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico, temos refletido acerca de algumas figuras exemplares de homens e mulheres que deram a sua vida pelo Evangelho. Hoje, vamos buscar à Oceania o testemunho extraordinário de Santa Mary MacLeod, fundadora das Irmãs de São José do Sagrado Coração. A sua obra corresponde ao projeto que Deus tinha para ela, dar visibilidade a um aspecto do Evangelho num determinado momento da história. Santa Mary MacLeod, atenta aos sinais dos tempos, compreendeu que o modo melhor de evangelizar o seu mundo passava pela educação dos jovens, principalmente dos jovens pobres que habitavam em periferias onde mais ninguém queria ou podia ir. A 19 de março de 1866, dia de São José, abriu a primeira escola num pequeno subúrbio de Pénula, no sul da Austrália. Seguiram-se depois muitas outras, nas quais os professores eram convidados a acompanhar e encorajar estudantes rumo a um desenvolvimento integral da sua pessoa, isto é, sem esquecer a dimensão espiritual. Na verdade, a amizade com Jesus dilata os corações e torna a vida mais humana. E isto mesmo pode comprovar-se no acolhimento
que a própria Mary Maciope dispensava às crianças e aos idosos abandonados. Ainda que tal atividade lhe custasse inúmeras canseiras e dificuldades económicas, o segredo foi sempre a fé na providência. Era em Deus que ela encontrava tranquilidade, readquiria o entusiasmo e reavivava a alegria. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Liebe portugiesischsprachige Gläubige, herzlich willkommen. Ich grüße in besonderer Weise alle, die aus Colares in Portugal kommen, aus Campo Limpo und Recife in Brasilien. Sie sind nun in Rom, wo wir das Fest der heiligen Petrus und Paulus feiern, deren sterbliche Überreste in dieser Stadt verehrt werden können. Ich hoffe, dass eure Pilgerreise in euren Herzen den Wunsch zu evangelisieren erwachsen lässt und dass euer von Jesus verklärtes Leben für euch alle ein Grund für Wachstum und Freude sein möge. Gott segne euch. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo de modo especial todos aqueles que vêm de Colares, em Portugal, de Campo Limpo e de Recife, no Brasil. Encontrais-vos em Roma, precisamente na iminência da festa de São Pedro e São Paulo, cujas relíquias se podem venerar nesta cidade. Espero que a vossa peregrinação confirme no coração de cada um o desejo de evangelizar e que a vossa vida transfigurada por Jesus seja para todos motivo de crescimento e alegria. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديسة ماري ماكيلوب وغيرتها الإنجيلية، وقال: ولدت القديسة ماري ماكيلوب في أستراليا لوالدين مهاجرين من اسكتلندا، وهي مؤسسة راهبات القديس يوسف للقلب الأقدس. كرست حياتها لتنشئة الفقراء تنشئة فكرية ودينية في المناطق الريفية في أستراليا. شعرت منذ صغرها أن الله دعاها لخدمته وللشهادة له، ليس بالكلام فحسب بل وقبل كل شيء بحياتها، فكانت تعلن البشرى السارة وتجذب الناس للقاء الله، وأدركت أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تربية الشباب، وهي واعية أن التربية الكاثوليكية هي شكل من أشكال البشارة بالإنجيل. كانت الميزة الأساسية لغيرتها على الإنجيل تقوم بالاهتمام بالفقراء والمهمشين، فذهبت
إلى حيث لم يرد غيرها أن يذهب أو لم يقدر أن يذهب. وافتتحت مدارس عديدة من أجل تربية الشباب. لم تقتصر التربية على العلم فقط، بل على مرافقة الشباب في مسيرة النمو الإنساني والروحي، وكانت تبين لهم أهمية الصداقة مع يسوع التي توسع القلب وتجعل الحياة أكثر إنسانية. وقامت أيضاً بأعمال محبة أخرى، فشيدت بيت العناية الإلهية لاستقبال الكبار في السن والأطفال المتروكين. وكانت القديسة ماري ماكيلوب واثقة دائماً أن الله سيهتم بكل حياتها، فأمام كل التحديات والصعوبات الناجمة عن رسالتها بقيت هادئة وحملت بصبر الصليب الذي هو جزء لا يتجزأ من الرسالة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Grüße die arabischsprachigen Gläubigen, besonders jene aus der Pfarrei unserer lieben Frau von den sieben Schmerzen in dem Dorf Abud in Palästina. Nach dem Vorbild der heiligen Mary MacKillop sind wir gerufen, uns um die menschliche, geistige und wissenschaftliche Bildung der jungen Menschen zu kümmern, zu ihrem Wohl und für eine bessere, menschlichere und hoffnungsvollere Zukunft. Der Herr segne euch und bewahre euch stets vor allem Bösen. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. على مثال القديسة ماري ماكيلوب، نحن مدعوون إلى أن نهتم دائماً بتنشئة الشباب تنشئة إنسانية وروحية وعلمية من أجل خيرهم ومن أجل مستقبل أفضل أكثر إنسانية ومليء بالرجاء. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, pragnę przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W cyklu kateches o gorliwości apostolskiej dziś udajemy się do Oceanii. Wiara w Chrystusa, którą przyniosło na tę ziemię wielu emigrantów z Europy, szybko się tam zakorzeniła i przyniosła obfite owoce. Przykładem tego jest niezwykła zakonnica, siostra Mary MacKillop, która założyła zgromadzenie sióstr świętego Józefa od Najświętszego Serca. Była przekonana, że została posłana, by przyciągać innych do spotkania z Bogiem. Mądrze odczytując znaki czasu, zdała sobie sprawę, że najlepszym sposobem, by to zrobić, jest dobre wychowanie młodych, ponieważ edukacja katolicka jest formą ewangelizacji. Gdy pomyślimy, że każdy święty w danym momencie dziejów ucieleśnia Ewangelię, to ona robiła to poprzez zakładanie szkół. Istotną cechą jej ewangelicznej gorliwości była troska o ubogich i zepchniętych na margines, co skłoniło ją do pójścia do najbardziej zapomnianych peryferii ówczesnej Australii i Nowej Zelandii, gdzie z cierpliwością formowała nauczycieli, by wytrwale towarzyszyli uczniom, ukazując im, jak bardzo przyjaźń z Jezusem poszerza serce i czyni życie bardziej ludzkim. Ta wizja jest w pełni aktualna dzisiaj, kiedy odczuwamy pilną potrzebę paktu edukacyjnego. Gorliwość w szerzeniu Ewangelii znalazła też odzwierciedlenie w jej trosce o opuszczone dzieci. Mary miała wielką wiarę w opatrzność Bożą. Była pewna, że w każdej sytuacji Bóg zapewnia pomoc. Wśród przeciwności losu nauczyła się miłować krzyż.
Niech misyjny przykład świętej Mary MacKillop inspiruje nas także dzisiaj, byśmy byli zaczynem Ewangelii w naszych szybko zmieniających się społeczeństwach. Niech jej wzór i wstawiennictwo wspierają codzienną pracę rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Ich grüße die polnischen Pilger ganz herzlich. Ich danke euch für euren Gebetsbeistand während meines Krankenhausaufenthalts und an jedem Tag meines apostolischen Dienstes. Ich wünsche euch frohe Ferientage und bitte euch, in dieser Zeit den Herrn und die Werke der Barmherzigkeit nicht zu vernachlässigen. Seid nach dem Beispiel der heiligen Mary MacKillop ein konkretes Zeugnis des Evangeliums für die Menschen, die unter der Armut und dem Krieg in der Ukraine leiden. Ich segne euch von Herzen. Dziękuję za modlitewne wsparcie, które odczuwałem w czasie pobytu w szpitalu, jakie otrzymuję każdego dnia w mojej apostolskiej posłudze. Życzę wam udanych wakacji, prosząc jednocześnie, byście w tym czasie nie zapominali o Bogu i dziełach miłosierdzia. Idąc za przykładem świętej Mary MacKillop, bądźcie konkretnymi świadkami Ewangelii dla tych, którzy cierpią z powodu biedy i wojny na Ukrainie. Serca wam błogosławię. Und nun noch der Gruß, der stellvertretend für die italienischsprachigen Gläubigen vorgetragen wird. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Am vergangenen Sonntag wurde Mutter Elisa Martinez selig gesprochen im Heiligtum Santa Maria von Leuca, das der von ihr gegründeten Kongregation seinen Namen verdankt. Die Schwestern sind hier auf dem Platz. Das ist schön und wir können uns ihren Vorsatz zu eigen machen. Macht unsere Herzen weit, um alle Geschöpfe in allen Winkeln der Erde zu umarmen, besonders die Bedürftigsten und die Ausgegrenzten. Einen Applaus für die neue Selige. Poi le suore venite qui, eh? Und ihr Schwestern, ihr kommt ja dann zu mir nach vorn. Mein herzlicher Gruß geht an die italienischsprachigen Pilger, besonders die Ordensleute der Kongregation von der Auferstehung, die Söhne der unbefleckten Jungfrau Maria, die Schwestern vom guten Hirten, die Missionarinnen unserer lieben Frau vom Allerheiligsten Sakrament, die frommen Jüngerinnen des göttlichen Meisters und die barmherzigen Schwestern unserer lieben Frau von der guten und immerwährenden Hilfe, die ihre jeweiligen Generalkapitel begehen. Ich freue mich, die Gläubigen der Pfarrei Santa Maria della Carità in der Diözese Sorrento Castellammare und die Kinder willkommen heißen zu dürfen. Die Kinder, die an dem Projekt Ich liebe Sport in Reggio Calabria teilnehmen. Ein besonderer Gedanke geht zu den jungen Kranken und älteren Menschen und den Jungvermählten. Morgen feiern wir das Hochfest der heiligen Petrus und Paulus. Möge das Beispiel und der Schutz dieser beiden Apostel uns alle in der Nachfolge Christi stützen. Auf ihre Fürsprache hin vertrauen wir die lieben Menschen
Ihrer Fürsprache vertrauen wir, die lieben Menschen in der Ukraine, an, damit sie bald wieder Frieden finden mögen. Es wird viel gelitten in der Ukraine, vergessen wir das nicht. Euch allen meinen Segen. Sit nomen Domini benedictum. Ex aut nunc edusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ja, das war die Live-Übertragung der Generalaudienz vom Petersplatz in Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger, Laudetur Jesus Christus.